Shalom, liebe Freunde, es freut mich, mit euch noch einmal zu treffen. Und wir stehen jetzt gerade fast eine Woche vor Rosh Hashanah. Und das ist im Prinzip die richtige Zeit, über Umkehr zu sprechen. Was bedeutet das? Aber vorher warten wir noch ein paar Sekunden, bis alle werden da reinkommen. Ich hoffe, dass bis die alle werden da reinkommen. Ich hoffe, dass alle von euch haben unsere Kalender bekommen. Sehr, sehr schön mit den Fotos von Land Israel. Sehen Sie das? Ich hoffe, dass manche von euch haben schon bekommen. Und die, was haben noch nicht bekommen, das schreiben Sie mir. Warten Sie bis morgen. Wenn bis morgen kommt das nicht, dann schreiben Sie mir eine Nachricht. Und ich werde an euch gerne noch eine oder noch zwei schicken, wenn das macht euch eine Freude. Ja, nochmal danke für eure Freundschaft mit uns, mit unserer Gemeinde, mit uns alle. Ich schätze das sehr, sehr, weil das ist nicht selbstverständlich. Viele von euch haben mir noch nie gesehen, nur durch Facebook. Und danke nochmal für die Vertrauen und alles. So, wir warten noch ein paar Sekunden, bis noch ein paar Leute dann da reinkommen. Und schreiben Sie mir Ihre Meinungen über das Thema von heute und ich werde später versuchen, über dem zu reagieren. Und wir werden anfangen. Man erzählt einen Witz, ja. Da passt, Sie müssen immer wissen, dass ich glaube, dass wenn eine Religion kann kein Witz erzählen über ihre Religion, dann haben sie ein Problem. Es gibt manche Religionen, die haben ein Problem, wenn man erzählt Witzen. Ich glaube, die Religion ist mehr stark, als wenn man erzählt einen Witz. Das zerstört nicht die Religion. Und davor darf man auch manchmal, wenn das bringt... Ich spreche nicht über Witze, was durch den man, der was erzählt, versucht zu beleidigen jemand anders. Aber Witze zu erzählen, und das, über einen Rabbiner, über einen Pastor oder über einen Imam, ich glaube, es ist sehr in Ordnung, wenn man erzählt solche Sachen. Und dieses Mal habe ich einen Witz gelesen über einen Pastor. Ja, das klingt, der Witz ist über einen katholischen Pastor. Er war der Pastor der Stadt und nach 40 Jahren Amt kam auch der Moment von dem Ruhestand und die Gemeinde hat versucht eine große Abschiedsfeier zu organisieren und natürlich der Pastor hat auch seine letzte Rede gehalten und da fängt er an zu erzählen über seine Erinnerungen vor 40 Jahren, wenn er kam zu dieser Stadt und er sagt, wissen Sie, wenn ich kam zu ihrer Stadt, der Anfang war schrecklich, weil wie Sie wissen, viele von euch, bei den Katholiken, die haben diesen Beichtstuhl. Und der erste Mann, der kam in diesen Beichtstuhl, bei mir in der Kirche, hat er erzählt über solche schreckliche Geschichten, was er hat in seinem Leben getan. Natürlich, ich wusste nicht, wer ist das. Aber der war der erste Mann und habe gedacht, einen Moment, viele von dieser Stadt sind ähnlich wie dieser Mann, dann ist das eine Katastrophe. Aber Gott sei Dank, ich muss euch sagen, das war nur die erste. Alle anderen Menschen, die nach ihm kamen, es waren wunderschöne Menschen. Okay. Am Ende, zum Ende von seiner Rede, kam zum Saal der ehemalige Oberbürgermeister, schon Ade. Und er hat man ihm auch eingeladen, eine Rede zu halten. Und er erzählte so, wissen Sie, meine lieben Damen und Herren, ich kenne unseren Pastor. So lieber Mann. Und ehrlich zu sagen, ich hatte die Ehre, der erste Mann zu sein, bei ihm in den Beichtstuhl zu kommen. Stehen Sie, wer war der Erste? Ja. Wie verbessern wir? Ja, wir, es ist eine von den berühmten Fragen, was viele von euch denken über dem und ich denke über dem. Was machen wir, wenn wir haben einen Fehler gemacht?
Viele fragen euch, viele fragen mir als Rabbiner oder als geistlicher Mann. Und manchmal ich sitze mit Männern oder Frauen, die kommen und die erzählen und du siehst, sie sitzen gegen dir und die weinen. Die wissen, was haben sie getan, eine große Fehler, eine große Sünde. Wie bringe ich meinen Mann zurück nach Hause? Wie bringe ich meine Frau zurück nach Hause? Wie bringe ich meine Kinder zurück nach Hause? Durch das, was ich habe verletzt, meine Stufe als Vater oder Mutter. Was machen wir mit unseren Fehlern? Können wir das verbessern oder kann man nichts? Und das ist nicht nur zwischen Mann und Frau. Das ist, wir stehen kurz vor Rosh Hashanah, das ist jeder gläubige Mensch. Bald kommt Rosh Hashanah, der Tag, was Gott sitzt und entscheidet, was wird mit jeder Mensch von uns, von jeder eine von uns sein. Und jeder eine von uns denkt, ich glaube, vielleicht bei euch ist alles okay, aber bei mir, ich muss noch ein paar Sachen verbessern. Und ich denke, wie kann ich die Beziehung zwischen mir und Gott, ich als Gottes Kind, jeder eine von euch ist ein Gottes Kind, wie können wir eine Umkehr machen oder eine Reue? Und es gibt, passen Sie gut auf, was habe ich gerade gesagt, es gibt eine Umkehr und eine Reue sind zwei verschiedene Sachen. Wie kann ich eine Umkehr machen über eine, wie kann ich eine Sünde organisieren über eine Sünde, was habe ich getan? Wie kann ich sauber machen, leben, was sind mit Hässlichkeit? Ja? Was kann ich? Für manche von euch werden mir vielleicht sagen, Rabbi Mendelssohn, vielleicht ist es unmöglich. Warum bist du sicher, dass es überhaupt diese Möglichkeit? Und du diskutierst jetzt, wie funktioniert das? Vielleicht nicht. Einen Moment, ich habe einmal gehört von, manche von euch haben diesen Namen gehört, der heißt General Norman Schwarzkopf, der war der Hauptgeneral bei den amerikanischen Soldaten, wenn die kamen bei dem Golfkrieg. Und die haben, manche Journalisten haben ihn gefragt, wenn du wirst Saddam Hussein verhaften, kannst du ihm vielleicht verzeihen? Das hat er gesagt. Wissen Sie was? Der einzige Mann, der darf Menschen verzeihen, ist Gott. Meine Aufgabe als General ist, diese Treff zwischen der Saddam Hussein mit Gott schnell zu organisieren. Und wenn Gott will ihm verzeihen, soll das sein. Aber das ist nicht meine Aufgabe, sagte er. Aber wir wissen alle, dass vielleicht mit Norman Schwarzkopf gibt keine solche Sachen. Aber zwischen unserer Beziehung mit Gott, wir wissen alle, wir sind gläubige Menschen, dass Gott hat doch diesen Mechanismus organisiert. Und wir sehen das in die Heiligen Schriften, dass Gott gibt jedes Jahr jeder gläubige Mann, eine Frau oder eine Frau, diese Möglichkeit nochmal zurück zu ihm zu gehören. Und die Frage, wie funktioniert das? Wie machen wir das? Und wie ist der richtige Weg, dorthin reinzukommen? Und durch den sollen wir, sagen wir so, die Sicherheit haben. Es gibt keine Sicherheit, dass wir diese Sünde, was wir haben letztes Jahr getan, nicht wieder machen. Ja? Ehrlich, wissen Sie, wenn ich spreche mit Menschen über Teshuva, über die Umkehr, Reue, viele haben sofort Bauchschmerzen. Die sagen, Rabbiner, ich weiß meine Sünde, aber lassen Sie mir in Ruhe von dieser Geschichte von Umkehr, von Reue, weil jeder eine von euch, ich weiß auch, das weiß, dass man muss vor dem bezahlen, nicht mit Geld, nur wir müssen bezahlen mit einem Kampf gegen unsere negative Energie. Und viele von uns, wir haben keine Lust, wir haben keine Kraft vor dem. Und viele Menschen, wie ich spreche mit sie, die sagen mir, Rabbi Mendelssohn, lass mich in Ruhe. Ich weiß meine Fehler, aber es ist kompliziert, zurückzukehren zum Gott. Und wissen Sie was? Das war so, es gibt eine Geschichte in Talmud, in Traktat Avodah Zarah, Seite 17. Es gibt eine Geschichte mit einem Mann. Ich glaube, ich habe diese Geschichte vielmal bei euch erzählt. Aber diese Woche habe ich über diese Geschichte einen anderen Kommentar gelesen. Ich habe nicht gedacht über den. Dieser Mann heißt Rabbi Elazar ben Dordaya. So war sein Name. Elazar ben Dordaya war kein Rabbiner.
Er war verrückt, der eine mit seiner Sünde, er war verrückt über Frauen. Was mehr, mit Frauen zu sein, mit verschiedenen Frauen hat er versucht. Und er hat bis zu einem, er hat irgendwo gehört, es gibt eine toll, eine schöne Frau in einer Insel, hat er dorthin gefahren und er wollte mit sie sein. Und sie hat ihm gesagt, also mit einer Hure, und sie hat ihm gesagt, du weißt was, Elazar, ich sage dir ehrlich die Wahrheit. Du hast keine Chance. Elazar ben Dordaya, hast du keine Chance, zum Gott zu kehren. Und die Talmud erzählt, dass vor Elazar ben Dordaya diese Aussage von einer Hure zu hören, dass sie sagt, wenn ein Rabbiner wird ihm sagen, okay, gut, das ist eine Beleidigung, aber nicht so groß, aber wenn eine solche Frau sagt ihm, dass er hat keinen Schatz, zurück zum Gott zu umzukehren. Das war für ihn so eine große Beleidigung. Und der Talmud sagt, dass er hat verlässt diesen Ort. Er saß zwischen zwei Bergen, gibt eine lange Geschichte, er saß zwischen zwei Bergen und angefangen zu weinen, bis ist er gestorben. Gestorben. Seine Seele kam raus. Das ist eine Geschichte, was ich habe glaube ein paar Mal euch das erzählt, aber viele denken, dass er ist gestorben von Schmerzen. Er hat bemerkt, wie viel Sünde hat er getan und er konnte nicht leiden, wie sagt man, dass er hat solche Sachen getan, dann hat er gestorben. Was die Talmud sagt weiter, man kann das von Rashi, die Kommentar von der Talmud verstehen, dass er hat gestorben. Weil er hat verstanden, was wird ihm kosten, die Umkehr. Er hat die Leben, die Spaß von Leben, hat er so stark geliebt. Er war so suchtig vor so viele Sünde. Und er hat geweint, weil er hat gezeigt und er hat verstanden, dass er hat keine Kraft, einen langen Weg von Umkehr zu machen. Er war nicht in der Lage, solche Sachen zu machen. Und dann hat er gesagt, Gott, nimm mir weg. Er sagt, lass mir sterben, ist besser. Weil das ist billiger bei ihm, jeder eine von euch weiß, ist billiger, als eine Umkehr zu machen. Das kostet etwas. Deine ganzen Gewohnheiten zu ändern. Und das war für ihn so viel. Und ich glaube davor, viele von euch, viele von uns, wenn wir hören über Umkehr, denken wir auch, dass wenn wir denken über unsere Sünde und dann sagen, okay, wir wollen eine Umkehr zum Gott machen, sagen wir, nein, nein, das ist so kompliziert, das kostet so viel. Wissen was, lassen wir in Ruhe, bleiben wir so wie wir früher. Wir wissen, dass wir leben in einer Sünde, aber das kostet so viel, zurück zum Gott zu kehren und das ist nicht für uns. Aber es ist sehr einfach. Am Schabbat, am kommenden Wochenende, am Samstag, werden wir zwei Wochen Abschnitt lesen, diesen im fünften Buch Moses. Es ist immer die Schabbat vor Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist nächste Woche am Freitagabend. Immer Schabbat, den Samstag vorher, lesen wir den Wochenabschnitt Nitzavim. Und dieses Jahr lesen wir zwei Wochen ab in Nisavim Vayelech. Wenn wir lesen die Heiligen Schriften, und viele von euch kennen die Heiligen Schriften, wir sehen fast kein Text über Teshuva, über Umkehr, über Reue. Es gibt fast keinen Text über dem. Nur am Ende von der fünf Buch Moses kommt Moshe mit dieser Aussage, mit diesem Zitat, es gibt nie, es gibt man kann nicht sagen, dass es gibt keine Chance. Immer kann man zum Gott zurückkehren und mehr, hören Sie gut, Gott wartet an uns. Gott wartet an uns und weil eine Umkehr ist eine Revolution, was viele von uns können wir das nicht kapieren. Was bedeutet eine Umkehr zum Gott? Wir erleben viele Streiten, also mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, und vielmal sind solche Streiten, wir haben keine
Chance, das zu verbessern, ist vorbei, Schluss. Bei Gott, sagt Moses, nein. Vielleicht bei ihrem Nachbar kann ein Streit sein, bis zu einem Chaos kommen, dass man das nicht verbessern. Aber bei Gott, zwischen dir und mit Gott, ist ganz anders. Wir sagen das bei dem Gebet in Rosh Hashanah und am Yom Kippur, wir sagen, Ad Yom Moto Techakelo. Bis unser Todestag, Gott, unser Vater, wartet vor uns und wenn wir kehren zu ihm, er nimmt uns in seine Arme, wie man sagt. Ja? Gott hat mit Absicht, und wir kommen zu dem später, warum, also einen Mechanismus gebaut, dass auch wenn wir, sagen wir so, wir trinken Gift, normalerweise sollen wir sterben, ein materiellisches Gift, aber wenn wir nehmen eine geistliche Gift, Gott wartet vor dir. Du musst noch zurückkehren. Und es gibt in unserem Wochenabschnitt siebenmal in 10 Versen, siebenmal, schauen Sie später zu Hause in Kapitel 30. Ich lese nur ein Text. Also schauen Sie Kapitel 30, 5. Buch Moses, sagt Gott so, sagt Mosche in Gottes Name. Und du zu der ewigen deine Gotte zurückkehrst und auf seine Stimme hörst, zurückkehrst. Und siebenmal kommt dieses Wort in 10 Texten hier, zurückkehren zum Gott. Und das ist im Prinzip, was Gott erwartet von uns, weil die Leben ist nicht so wie eine Rennen und wir machen Sünde und Schluss. Gott, nein, Gott erwartet, das sollen wir, wenn wir bemerken, dass wir haben eine Sünde gemacht, sollen wir eine Pause machen und sollen wir das versuchen zu verbessern. Genau, wenn wir, jeder eine von euch weiß, mit unserer Partner oder Partnerin, wenn wir wissen, dass unser Partner ist, wenn ich weiß zum Beispiel, wenn ich weiß, dass meine Frau ist enttäuscht von mir, ja, und wir machen Fehler manchmal, ja, und der Partnerin, also meine Partnerin, meine Frau, wartet, soll ich auf dem reagieren, auf dem, was ich habe, die Fehler getan, und sie ist durch den enttäuscht, und sie erwartet, soll ich reagieren und denken und sagen, was kann ich besser machen. Und genauso, nicht nur zwischen Mann und Frau, genauso ist auch unser Vater, Gott, mit uns. Gott, sagen wir so, weint über dem, dass wir nehmen Abstand von ihm. Weil bei Corona nehmen wir Abstand. Aber wenn wir nehmen Abstand von Gott, Gott weint und er wartet. Wann kommen Sie zurück? Bitte halt, machen Sie eine Pause. Kommen Sie zurück zu mir. Ich warte für euch. Aber diese Umkehr ist nicht nur notwendig in diesem Monat. Ja, wir haben letztes Mal gesprochen und viele von uns, gläubige Menschen, wir wissen, dass immer die Monat vor Rosh Hashanah sollen wir mehr über die Umkehr, über Reue sprechen. Unser großer Rabbiner, der Maimonides, wenn er spricht, der war von mehr als ungefähr 900 Jahren, wenn er spricht über die Gesetze von Umkehr, er schreibt nicht etwas Besonderes über die Monat Elul vor Rosh Hashanah. Er sagte so, was Gott erwartet von dir, sollst du jeden Tag Gott erwartet. Nur was? Wir wissen alle, wir haben letzte Woche gesprochen, glaube ich, dass im Monat Elul, kurz vor Rosh Hashanah, es gibt eine geistliche Energie und Gott erwartet mehr und sagen wir so, Gott gibt uns mehr Möglichkeit, näher zu ihm zu kommen. Ich habe einmal gelesen eine Allegorie über eine Gruppe von Räubern. Und die waren, jeder Wagen wusste, wenn er kommt in diesen Wald, der kommt nicht raus. Und die Menschen, die Bewohner, haben mit der Kenne gesprochen, dass er muss diese Sache zu Ende zu bringen. Das kann nicht sein, dass die Räuber, jeder Wagen, der kommt in den Wald, kommt nicht raus. So, der König hat eine Gruppe von Soldaten geschickt, Elite, und die waren stark und die haben verhaftet die Gruppe von den Räubern. Und sie haben die Gruppe von den Räubern in eine große Gefängnis hingelegt. Man konnte nicht rausgehen. Zwischen der Gefängnis war eine Fluss und man konnte nicht. Aber die Räuber wussten, dass wenn die kommen nicht raus, dann bleiben sie hier bis ihr letzter Tag.
Dann haben sie von irgendwo eine Schaufel organisiert und jede Nacht haben sie gearbeitet und langsam mit der Zeit, nach ein paar Monaten, haben sie einen Tunnel gebaut zwischen dem Gefängnis bis der anderen Seite. Und in einer Nacht, Anfang des Monats, die haben entschieden, jetzt gehen wir raus. Sagen wir so, da waren 10 Räuber. Aber jetzt einer von den 10 sagte, nein, ich bleibe da. Warum? Weil wenn der König, wenn sie werden rausgehen, später der König wird euch suchen. Er wird doch Soldaten schicken. Und dann werden sie, ihre Strafe wird doppelt sein. Da bleibe ich da. Okay, aber die haben über ihn gelächelt und die sind raus. Morgen früh, der Polizist kommt in dem Zelt, er sieht, niemand ist da, außer einer von 10, es gibt nur eine. Alle waren sehr natürlich überrascht, wieso konnten sie diese Gefängnis verlassen. Bis der König sagte, ich möchte sehen, wie konnten sie dieses Gefängnis verlassen. Ich kann nicht glauben. Und er kam zum Zelt, er sah einen Tunnel, wie schön, sie haben das gebaut. Und er hat durch den Tunnel auch gelaufen, er wollte sehen, bis wo kommt das. Und da kam er zurück zum Zelt. Er sah der, was in dem Zelt geblieben. Er sagte ihm, du bist ein dummer Mann. Deine Freunde, sie sind jetzt freie Vögels. Und du bist da geblieben. Dummer Mann. Gibt hier einen Tunnel. Das ist im Prinzip eine Allegorie über die Kraft von der Teshuva, Monat Elul. Auf diesem Monat kurz vor Rosh Hashanah. Gott sagt uns, ich habe euch einen Tunnel gebaut. Sie können ihr Gefängnis verlassen, das Gefängnis von eurer Sünde. Nutzen Sie das. Gehen Sie raus von ihrer schlechten Gewohnheiten. Gehen Sie raus. Warum bleiben Sie in diesem Zelt? Und das ist im Prinzip die Besonderheit von Monat Elul. Aber, da kommen wir zurück, die Umkehr, was Gott fordert von uns, ist jeden Tag. Aber einen Moment, ich glaube, viele von euch werden sagen, okay, Mendelssohn, hast du gut erklärt, aber ja, Tachles, auf Hebräisch sagt man Tachles, was machen wir jetzt? Was ist, sag uns deutlich, A, B, C, was machen wir jetzt? Was ist erst, was ist zweite? Vor ein paar Wochen habe ich ein Buch von Rabbiner, war die ehemalige Oberrabbiner von England, Dr. Rabbiner Jonathan Sachs. Manche von euch haben gehört über ihn. Er ist schon Ade, ist in Ruhestand. Ich glaube, er wohnt jetzt in Israel. Einer von den berühmten jüdischen Leaders, also im jüdischen Volk. Und er hat etwas schön geschrieben. Und wenn ich habe das gelesen, habe ich gesagt, das passt. Von mir und von euch. Wenn wir schauen über Yom Kippur und über Rosh Hashanah, ich glaube, manche von euch waren in der Synagoge, natürlich am Rosh Hashanah und Yom Kippur, und sie können ein bisschen die Texte, was wir gläubige Juden, was wir lesen an diesem Tag. Was ist die Yom Kippur, die Versöhnungstag? Die Versöhnungstag ist im Prinzip das Ende von letztes Jahr. Am Rosh Hashanah, kommt jetzt am Freitagabend, ist 1. Tishrei. 10 Tage später ist 10. Tishrei. Aber dann ist die Versöhnungstag. Und der ist im Prinzip dem Ende von letztes Jahr. Wir denken über alles, was wir haben letztes Jahr getan, kalkulieren, was haben wir getan, gute, schlechte. Wir bitten, dass Gott soll uns verzeihen. Und Gott, er ist unser Vater und ein Vater wartet nur, dass seine Kinder sollen zurückkehren. Und sagt er, okay, das ist Yom Kippur. Yom Kippur, das ist die Versöhnungstag. Wir kalkulieren und wir bitten, Gott soll uns verzeihen. Jetzt, was ist Rosh Hashanah? Rosh Hashanah ist nicht der Tag, was wir tunken, Apfel in Honig. Das ist nicht die besondere Sache von Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist, wir sagen, ein Moment. Wir sagen, was war letztes Jahr, und jetzt kommt neues Jahr. Ein Moment. Das ist doch gleich wie Yom Kippur. Nein? Rosh Hashanah klopfen wir auf dem Herz. Das machen wir am Yom Kippur. Aber am Rosh Hashanah denken wir auch, nein? Über die Sünde. Was ist Rosh Hashanah und was ist Yom Kippur? Was sind die Unterschiede?
Wir haben Rosh Hashanah gesprochen über unsere Sünde. Wir wollten, dass Gott soll uns verzeihen. 10 Tage später kommen wir nochmal. Versöhnungstag, was ist das? Was ist Rosh Hashanah und was ist Yom Kippur? Ein Moment. Wir wissen doch alle, dass, und das ist im Prinzip die Voraussetzung von jeder einer von uns, von gläubigen Menschen, dass Gott, und hören Sie gut, dass Gott liebt uns. Wir sind doch seine Kinder. Gott am Rosh Hashanah und Yom Kippur, Gott ist, man sagt, er ist ein Richter, der sitzt, kalkuliert. Gott ist keine objektivische Richter. Ein normaler Richter, er kann sehr objektiv sein. Er sitzt, kommen Generalbundesanwalt, kommen die Rechtsanwälte, 2 Menschen und er kann sehr objektiv sitzen und beurteilen. Viele von euch kennen die Texte, dass Gott sagt: Ich bin Avinu Malkin, ich bin ihr Vater, ich bin euer König. Also ich bin euer König, aber ich bin auch ihr Vater. Das bedeutet, wenn Gott ist unser Vater, er kann nicht objektiv sein. Er kommt jetzt bei uns zu beurteilen, aber er kann nicht objektiv sein. Ja? Also wir sagen jeden Morgen, Avat Olam Ahavtan, und dass Gott liebt uns mit einer ewigen Liebe. Sagen wir das? Wir, gläubige Juden, sagen wir das jeden Morgen. Wir sagen, Avat Olam Amchavda, du liebst uns. Atanoten Yad Laposhim, du gibst eine Hand zu die, was Sünde haben gemacht. So, wenn wir wissen das, so was soll erst kommen? Erst soll kommen die Versöhnungstag, richtig? Versöhnungstag. Sollen wir denken über alles, was wir haben schlecht getan? Sünde, die gute Sachen, dass wir haben gedacht, sollen wir kalkulieren. Gott bitten, soll er uns verzeihen. Und nachdem, dass wenn wir beenden das alles, dann soll Rosh Hashanah kommen. Rosh Hashanah ist doch, was ist Rosh Hashanah? Rosh Hashanah ist der Tag, was Gott sitzt und rechnet und beurteilt, was wird mit uns sein. So, ein Moment. Warum kommt erst Rosh Hashanah, der Gott sitzt beim Gericht, und danach, nach 10 Tagen, kommt Yom Kippur, der Versöhnungstag? Im Prinzip soll, wie gesagt, Versöhnungstag soll erst kommen. Und nachdem wir alles erledigt, soll Rosh Hashanah kommen. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Was ist die Frage hier? Ich glaube, viele von euch haben gedacht vielleicht über diese Frage. Warum kommt Rosh Hashanah erst? Und nur danach Yom Kippur. Das passt nicht. Jeder Student im ersten Jahr in Wirtschaft, er weiß, dass erst muss man kalkulieren. Nachdem bist du fertig mit dem, kannst du Sachen beurteilen. Ja? Also Gott sitzt am Yom Kippur, am Rosh Hashanah, kalkuliert er. Und dann haben wir 10 Tage. Wir haben noch eine Chance zu verbessern, dann kommt Yom Kippur nochmal. Was ist diese Sache? Nur sagt Rabbiner Sachs etwas sehr, sehr klug. In Judentum erst musst du eine positive Zukunft bauen. Und nur danach kannst du zurückkehren und denken über deine Fehler. Hören Sie gut. Im Judentum musst du erst, die jüdische Theologie, erst musst du bauen eine positive Zukunft. Nur danach, wenn das ist fertig, fest in deinem Kopf, da kannst du zurückkehren und beschäftigt sein mit deinen Fehlern. Erst am Rosh, was kommt am, warum kommt Rosh Hashanah erst? Weil Rosh Hashanah ist der Tag, wenn Sie schauen in die Texte, bei dem Gebetbuch. Wir sprechen, dass wir nehmen Gott als König. Wir schließen jetzt über ein Joch-Akzeptanz. Gott ist unser König. Wenn das ist fertig, bedeutet, er ist unser König und wir werden ab heute alles, was er erwartet von uns, werden wir folgen. Nachdem das ist fest, kannst du jetzt beschäftigt sein mit deiner Sünde, was du hast letztes Jahr getan, und bitten, dass Gott soll dir
verzeihen. Rosh Hashanah, hören Sie gut. Rosh Hashanah ist der Tag, zwei Tage, was wir konzentrieren über positivische Zukunft. Wir blasen die Shofar. Was ist Shofar? Shofar ist ein Zeichen. Wir nennen Gott als unseren König. Wir verpflichten, seine Gesetze zu folgen. Yom Kippur, die Versöhnungstag, nachdem ist alles fertig, kommst du zum Yom Kippur und dann kommst du, dass Gott soll dir verzeihen. So bedeutet, so erwartet die Judentum, sagt, erst sollst du versprochen, dass die Zukunft wird positiv sein. Nur danach kannst du zurückkehren und denken über die Vergangenheit. Und das ist im Prinzip laut Judentum Umkehr. Was ist ein Reue laut Judentum? Viele von euch werden sagen, was ist ein Reue? Reue ist erst zu erkennen, manche von euch werden sagen, erst zu erkennen, meine Sünde, zu verstehen, dass ich habe einen Fehler gemacht und die anderen sollen sie mir verzeihen. Und manche sagen so. Aber Maimonides sagt deutlich in seinem Buch, und so viele sagen, nein, er sagt ganz anders. Was ist Teshuva? Was ist eine Umkehr? Ist einfach, ganz einfach, nicht so kompliziert, dass der Mensch, der Mann, der Frau, soll festhalten, dass, und mit einer festen Entscheidung, dass er macht nie mehr eine Sünde und ab jetzt wird gut sein. Das ist der Punkt von Teshuva. Azivat achet bilvad, so sagt man auf Hebräisch, einfach verlassen die Sünde und sagen, ab heute positivische Zukunft. Jetzt werden sie sagen, was stört Maimonides und auch der erste Rabbi von Chabad, die schreiben so deutlich, dass was Teshuva Umkehr ist einfach zu entscheiden, dass ich mache nicht mehr Sünde und ab heute auf positivische Zukunft. Warum sollen wir nicht sagen, dass Teshuva Umkehr ist, konzentrieren über die Vergangenheit, über die Sünde und vielleicht viele Tage fasten und vielleicht viel Geld an Tzedakah geben, Spende. So. Weil es gibt hier einen sehr wichtigen Punkt durch die Theologie von Judentum. Judentum, ich weiß nicht, wie ist das bei anderen Religionen, aber Judentum konzentriert immer weiter. Augen vorne. Nicht was war. Und Gott erwartet von uns, sollen wir ab heute gute Menschen sein. Gott will nicht, sollen wir zerbrochene Herz haben von den Sachen, was wir haben gestern nicht getan. Und es ist, ich glaube, sehr viele Psychologen werden vielleicht einverstanden mit dem, was ich habe jetzt gerade gesagt. Es ist nicht meine Wörter, es sind Maimonides Wörter und der erste Rabbi von Chabad. Weil wenn jemand macht eine Reue, viele von euch werden das vielleicht bestätigen, wenn sie haben vielleicht einen Fehler gemacht und sie verstehen, dass sie haben einen Fehler gemacht und kommt bei euch Gedanken von einer Reue allein schafft keine Änderung. Hören Sie, was ich sage euch. Eine Reue schafft keine Änderung. Umgekehrt, eine Reue steckt dir noch mehr in die Sünde. Das gibt dir ein Gefühl von einer Opferung und das gibt dir das Gefühl, einen Moment, so bin ich, ich bin ein schwacher Mann, ich bin eine schwache Frau, ich kann nicht mein Leben ändern, so sind meine Charakter. Natürlich, ich weine, ich weiß, dass ich habe eine Sünde gemacht, aber weinen ist eine große Sünde. Was meine ich? Weil Weinen und Tränen geben der Mensch ein Gütegefühl. Ein Gütegefühl, ich habe geweint, ich habe verstanden, dass ich habe eine Sünde gemacht und ich bin okay, ich kann weiter so machen. Weinen und Tränen bringt keine Änderung. Viele von euch werden sagen, du bist zu extrem. Aber denken Sie,
Ob er einen Moment, was Tränen hat, bei euch eine Änderung gebracht? Nein, Tränen bringt keine Änderung. Und weil das bringt dir dieses Gefühl, so bin ich, so, so. Und ich werde vielleicht mehr extrem sein. Ist mir interessant, Ihre Meinung, schreiben Sie mir später. Die Yetzerara von jeder Mensch. Die Yetzerara, die negative Seite, was wir haben. Er hat keine Angst von Tränen. Er hat keine Angst, wenn der Mensch weint über seine Sünde. Er hat Angst von etwas ganz anderes. Er hat Angst, wenn du wirst aufstehen und sagen, ab heute oder ab morgen, ich bin anders. Von dem hat er Angst. Wenn du wirst eine solche Entscheidung haben, dass du nimmst eine, versprichst du, dass du wirst ab heute, ab morgen nicht mehr so machen, so wie früher, wie gestern, von dem hat er Angst. Die Yetzerara, die negative Seite. Weil wenn wir nehmen diese Entscheidung, dass die echte Prüfung, was, ob wir sind ernste Menschen oder nicht. Wenn wir weinen, ist ein gutes Gefühl. Hast du geweint? Nur und? Davor sagt Maimonides, dass Teshuva eine Umkehr, eine echte Reue ist, wenn der Mensch oder die Frau entsteht fest und sagt, ab heute Schluss, ab heute wird ganz anders sein. Natürlich, ich mache eine, es gibt im Judentum, dass danach musst du überlegen, ob das, was du hast früher getan, aber das ist nur ein Teil, eine, sagt man, sollst du eine perfekte Teshuva, eine perfekte Umkehr haben, da musst du auch bekennen deine Sünde und sagen, die, über die, sagen Texte, welche Sünde hast du getan. Aber das kommt später, später, das, zum Ende. Nummer eins, was wir, wenn wir verstehen, dass wir haben einen Fehler getan, fangen Sie nicht an zu weinen. Das ist ein Fehler. Die negative Seite müsste, sollen Sie weinen. Die beste Sache, stehen Sie fest und sagen Sie, ab heute ist ganz anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel ein Vater, viele Männer von uns arbeiten bis spät. Natürlich muss man Geld nach Hause bringen. Und bei einer Familie, der Mann, der Vater hat immer bis so 22 Uhr gearbeitet. Und er hat fast nie seine Kinder gesehen. Und ein Tag, seine Kinder haben gesagt, Papa, wir organisieren eine Party vor dir, wir warten auf dir. Und er hat gesagt, ja, ich komme um 17 Uhr, ich bin zu Hause. Und die Kinder, vielleicht was war, das war ein Hochzeittag oder was. Und die Kinder haben Luftballons organisiert, sie haben das ganze Haus dekoriert und so weiter. Aber der Vater, bei ihm war so normal, dass er arbeitet bis 22 Uhr, hat er einfach vergessen. Die Kinder waren enttäuscht. Können Sie sich vorstellen, die Kinder haben das ganze Haus dekoriert, Luftballons. Und die haben geschlafen. Die waren doch müde. Der Mann, der Papa kommt zurück nach Hause, 22 Uhr. Er öffnet die Tür, sieht er die Luftballons. Und dann sagt er, dumme Papa, was hast du da getan? Deine Kinder haben vor dir gewartet. Da saß er auf dem Bett von ihr, seine Kinder, und er hat angefangen zu weinen. Reue. Das wird bei ihm eine Änderung schaffen morgen? Nein. Das kann mir nicht sicher sein, dass morgen wird ganz anders sein. Eine echte Reue ist, wenn der Papa wird aufstehen und fest entscheiden, dass Schluss, ab morgen geht es anders. Ab morgen, jeden Abend, wird er um 17 Uhr nach Hause kommen, 18 Uhr so weiter. Und das ist im Prinzip der Zeichen vor der Änderung. Ob der Mensch ist bereit, eine Änderung bei ihm zu Hause zu schaffen, oder er will nur weinen. Weinen ist sehr, sehr billig. Die Menschen werden sagen, wow, der Mensch weint, der Frau weint über ihre Fehler. Aber das schafft keine Änderung. Änderung schaffst du nur, wenn du machst du eine Entscheidung. Ehrlich, das war auch bei Josef. Josef, der Vater, der Sohn von Jakob. Viele von euch kennen die Geschichte.
Geschichte, das war mit der Frau von Potiphar. Sie wollte mit ihm sein. Und die Tora sagt, dass er kam, schauen Sie zu Hause, in 1. Buch Mose sagt, er kam nach Hause, zu macht seine Arbeit und niemand von den Menschen war dorthin. Bring dir Talmud. So, wenn man liest den Text normal, sagt man, okay, kein Mensch war dorthin damals und davor. Die Frau von Potiphar hat versucht zu machen, was sie wollte. Sagt die Talmud umgekehrt. Er kam an diesem Tag, weil er wollte mit sie sein. Und er hat gewartet vor einem Tag, was niemand wird zu Hause sein. So war der Plan zwischen er und dieser Frau. Aber der wusste, genau, was, dass niemand ist zu Hause. Und er wollte. Aber letzte Sekunde hat er gemerkt, einen Moment, was mache ich da? Das ist eine große Sünde. Was hat er getan, sagt die Tora? War Janas, war jetzt sehr gut. Er hat aufgestanden und einfach schnell rausgegangen. Das ist ein Teschuwa, eine Umkehr. Einfach zu stehen und wegzulaufen. Nicht einfach, Josef konnte doch sitzen und anfangen zu weinen. Was habe ich da? Wie konnte ich in diese Lage kommen, dass ich möchte mit der Frau von meinem Arbeitgeber sein und so weiter. Josef hat keinen solchen Gedanken gemacht. Er hat einfach aufgestanden und weg. Schluss. Das ist eine Umkehr. Ich habe auch eine ähnliche Geschichte mit meinem Rabbi, mit Rabbiner Schneerson gehört. Es war ein Mann, man darf das erzählen, weil die Geschichte ist bekannt. Das ist keine üble Nachrede. Es war ein Mann, der heißt Reuven Dunin, er hat vor ein paar Jahren gestorben. Er hat aufgewachsen bei einer religiösen Familie, bei einer Chabad-Familie. Irgendwo, die Leben hat ihm gebracht, dass die Teenager-Jahre hat er verbracht in einem Internat. Und er hat aufgehört, religiöse Kind zu sein. Und natürlich hat er auch große Fehler gemacht und so weiter. Wenn er ist groß, später in die 20. Jahr, also wenn er ist 20, 25 Jahre alt geworden, er hat entschieden, zurück zum Religion zu kehren und kam zurück zu der Yeshiva, hat dort studiert und so weiter. Wenn er kam, er war in Israel, in Haifa, manche von euch kennen diese Stadt. Erstes Mal, wenn er hat nach New York gefahren und er kam, meine Rabbi zu besuchen, hat er angefangen zu weinen. Und er hat der Rabbi erzählt, zum Rabbi darf man erzählen, man kann erzählen, alle seine Sünde, was er hat getan, wenn er war Teenager, im Internat und die alle Sachen. Hören Sie gut, wie hat der Rabbi reagiert? Der Rabbi hat alles gehört, mit Geduld. Und der Rabbi hat ihm gesagt so, also, der Herr Dunin wollte, dass Gott, der Rabbi soll ihm zeigen, einen Weg, wie kann man eine echte Umkehr machen, Reue und so weiter. Der Rabbi hat ihm gesagt, ganz anders. Erst sollst du auf dem Weg von Torah und die Gebote zurückkehren. Sollst du auf, einfach anfangen, die Gesetze zu achten. Und danach werden wir sprechen über Umkehr, über Sünde, über die Sünde, was du hast getan, Jahre früher. Jede paar Jahre, der Herr Rabbiner Dunin hat immer der Rabbi erinnert über dem, was er möchte mit ihm sprechen, über Sünde, über Umkehr, Reue und so weiter. Hören Sie gut, ich war überrascht, das zu lesen. Nur 25 Jahre später, nach seinem ersten Besuch bei dem Rabbi, 25 Jahre später, 1982, hat der Rabbi zum ersten Mal hat ihm erklärt, was muss er machen, wenn er möchte eine, sagen wir so, reparieren die Sünde, was er hat damals getan. Okay, jetzt ist richtig, das ist nicht eine einfache Sache zu sagen, ich verspreche jetzt, dass ich werde keine Sünde mehr machen. Ja, vielleicht wenn sie mir sagen, nur, nimmst du eine solche Entscheidung, so was? Also, das
reflektiert vielleicht jetzt deine Momente jetzt, aber vielleicht morgen wirst du doch wieder eine Sünde machen. So, welcher Wert hat diese Entscheidung heute, was ich nehme, dass ich werde keine solche Sünde wieder machen? Aber das ist die Besonderheit von Teshuva, Leute, jüdische Theologie. Gott, er ist ein barmherziger Mensch, er ist kein Mensch, ja. Er ist bereit, uns zu verzeihen und er glaubt uns. Gott, unser Vater, glaubt uns, weil Gott prüft diesen Moment heute, jetzt. Und wenn er bemerkt, dass du, der Mann oder die Frau, nimmst du Entscheidung, dass du wirst mehr keine Sünde machen, Gott sieht dieses Potenzial, das versteckt drin, und glaubt dir. Es kann sein, dass morgen vielleicht wirst du eine Sünde machen. Aber im Moment, du hast doch eine echte Entscheidung genommen. Deine Entscheidung war auch keine falsche Entscheidung. Du bist doch einverstanden mit deiner Entscheidung, dass du wirst mir keine Sünde machen. Und Gott glaubt dir. Und Gott glaubt dir. Ich würde euch nennen einen Satz von Sprüche Salomos. Manche von euch vielleicht haben das gelesen und vielleicht haben sie das nicht verstanden. Dort gibt es in Sprüche Salomos in Kapitel 17, Vers 23, gibt dort einen Text, dass Gott nimmt Bestechung von den schlechten Menschen. Jetzt, welche Bestechung? Bestechung. Welche Bestechung nimmt Gott von den schlechten Menschen? So, mein Rabbiner hat erklärt, die Bestechung ist die Teshuva, ist die Umkehr. Weil im Prinzip Umkehr, Reue, ist im Prinzip gegen die Regeln von einem normalen Gericht. Wenn ein Richter sitzt im Gerichtssaal und hört die Sünde, was Menschen haben getan, ist ihm egal, welche Reue kommt jetzt. Du hast deine Straffehler getan, auf dem musst du bezahlen. Vielleicht er wird statt 20 Jahre dir vielleicht 15 Jahre geben. Aber die Strafe sollst du doch bekommen. Gott, nein. Gott, wenn er sieht, dass der schlechte Mensch versteht, dass er hat einen Fehler getan und nimmt eine feste Entscheidung, dass er wird ab heute ganz anders sein. Gott nimmt diese Bestechung und gibt der Mensch ein gutes Jahr, weil Gott glaubt, Gott ist unser Vater. Wie gesagt, Gott ist kein objektivischer Richter. Er ist unser Vater und er glaubt uns. Und ich komme zu dem, warum. Ich würde am Ende kommen, warum glaubt er? Vielleicht manche von euch werden sagen, okay, im Endeffekt, ich kann nicht eine feste Entscheidung heute nehmen, dass ich werde keine Sünde ewig machen. Okay, dann nehmen Sie eine Entscheidung für die nächsten 2 Wochen. Gibt Rabbino Yonah, er sagt, ganz einfach. Nimm eine Entscheidung für die nächsten 2 Wochen. Nach den 2 Wochen sprechen wir nochmal. Dann nimmst du noch 2 Wochen. Und so langsam. So, das ist zum wir haben noch was zu sprechen, aber das ist im Prinzip, warum kommt erst Rosh Hashanah und nur danach Yom Kippur. Weil erst musst du entscheiden am Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist der Tag, was du nimmst, Gott als deinen König. Und du sagst, er ist mein König, aber heute mache ich, was er möchte. Und das ist Teshuva. Später, 10 Jahre später, kommt die Versöhnungstag. Da kann man denken über die Vergangenheit und versuchen, diese Sache zu erledigen. Und so. Aber die erste Sache in Judentum, in jüdischer Theologie ist, bauen wir eine positive Zukunft. Erst festhalten, nicht weinen. Weinen kannst du später. Es ist in Ordnung, auch weinen. Ich sage nicht zu weinen, es ist richtig. Aber das später. Erst die feste Entscheidung. Wenn du wirst anfangen zu weinen, wie gesagt, du wirst mit diesen Tränen bleiben. Schlussfertig. Und keine Änderung wird sein. Jetzt werden Sie mich vielleicht fragen, warum Gott hat ein solches Vertrauen an seine Menschen? Warum glaubt er? Warum glaubt er auf dem, was wir
sagen Entschuldigung, Entschuldigung. Warum glaubt er? So, vor 2 Tagen war 18. Tag von Elul. Und es war Geburtstag von dem Baal Shem Tov und auch von der ersten Rabbi von Chabad. Und es gibt eine Geschichte, und von der will ich versuchen zu erklären, warum glaubt Gott, warum Gott er glaubt in uns, in dem, was wir sagen, Entschuldigung. Ganz, ist eine lange Geschichte, ich will das ganz kurz erzählen. Eine erste Geschichte in einer kleinen Stadt. Es war eine große Freude. 2 Kinder, also die waren weise Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Die erste Rabbi von Chabad hat geholfen, die beide sollen entscheiden, eine neue Familie zu gründen. Und es war am Hochzeittag. Und der Rabbi hat auch zu diesem Hochzeittag zu dieser Stadt gekommen. Der Polizeichef in dieser Stadt war ein schlechter Mann. Und er hat gedacht, es ist im Moment eine gute Zeit, eine Gelegenheit, Geld zu verdienen. Der Polizeichef hat einen Befehl bekommen von St. Petersburg, egal von wo, dass er muss von dieser Stadt, sagen wir, 20 Menschen zum Militär organisieren. So, er kann 20 Menschen, normale Menschen, aber er war ein schlechter und ein kluger Mann, aber ein schlechter Mann. Er kam und er hat diese Bräutigam festgehalten. Gesagt, du bist einer von den 20, du gehst jetzt in Militär. Und jeder einer von euch weiß, was wird jetzt für die nächsten 20 Jahre mit ihm sein. Am Abend soll die Hochzeit stattfinden. So, natürlich, die Vorsitzende von der Gemeinde, die ganze Gemeinde kam zu ihm, zum Polizeichef, und die haben bei ihm geweint und gesagt, lass ihn in Ruhe, nimm jemand anders. Es gibt andere Leute, die sind bereit, zum Militär zu gehen. Und er hat gesagt, nein. Aber wissen Sie was? Ich bin ein guter Mann. Wenn Sie werden organisieren, 1000 Rubel, sagen wir so 100.000 Euro, ich werde ihn freilassen. Der Rabbi hat das gehört und der Rabbi hat gesagt, wissen Sie, machen wir schnell, lassen wir hier eine Liste von den Juden, von den Menschen, die wohnen in dieser Stadt und schätzen Sie bitte, der Rabbi konnte nicht schätzen, schätzen Sie, was jeder eine von den Menschen kann geben, um diese Bräutigam zu befreien. Es war keine reiche Stadt und natürlich die Schätzung am Ende war sehr niedrig. Und der Rabbi hat gefragt, Entschuldigung, in dieser Stadt gibt es keine reiche Jude. So, sie haben gesagt, es gibt nur eine. So, der Rabbi fragt, was ist mit ihm? Warum sehe ich nicht seinen Namen auf dieser Liste? Sagen sie, es gibt keinen Grund dorthin zu gehen, weil immer, wenn man kommt zu ihm, er geht zu seinem Safe, er nimmt eine kleine Münze aus Kupfer, schon mit Rost, und er gibt das. Natürlich, niemand möchte das halt mitnehmen, und viele werfen ihm das zurück, und die Leute mit der Zeit haben aufgehört, überhaupt bei ihm eine Pause zu machen. Er gibt kein Geld, er ist geizig. Rabbi hat gesagt, nein, wir gehen zu ihm erst. Schnell kommt die ganze Delegation, die klopfen auf seine Tür, der reiche Mann kommt auf die Haupttür, fragt, oh, Herr Rabbiner, was ist es? Was ist der Grund? Warum kommen Sie da? Ja, eine Geschichte mit dem Bräutigam. Man braucht 1000 Rubel, ihn zu befreien. Sagt er, jo, das ist eine schreckliche Geschichte. Unglaublich. Ja. Und da geht er zum Safe, nimmt raus diese Münze aus Kupfer mit Rost und er gibt's. Die Leute, die Delegation, die mit Chabad Rabbi gekommen, die wollten ihm schimpfen. Sagt, ob der große Rabbi kommt und das ist die Spende, was du gibst. Aber die haben das nicht geschafft. Der Rabbi hat gesagt, der Rabbi hat seine Hand ihm gegeben und gesagt, du bist unglaublich, so eine schöne Spender. Gott soll dir weiter segnen und so weiter. Okay, die Delegation geht weiter. Die Delegation versucht weiter zu gehen. Und plötzlich der reiche Mann sagt, einen Moment, es war nicht genug, was ich habe euch gegeben. Und dann hat er eine Rubel rausgenommen und hat sie gegeben. Rabbiner wollte ihm so einen Schlag sagen, hallo, was ist das? Aber der große Rabbi hat ihm gesagt, oh, so schön von dir, so ein barmherziger Mann. Gott wird nicht vergessen, deinen Schutz, was du hast, der brausende Bräutigam gegeben. Und wir wollten weitergehen und der Mann sagt, ah, Entschuldigung, man muss ein paar Mal. Und so war aber so, nach 10 Mal, er hat die ganze Summe gegeben und sie konnten der Mensch befreien. Aber da kommt der Punkt.
Der reiche Mann sagte dem Rabbi, bevor Sie gehen jetzt mit diesem Geld, diese Bräutigam zu befreien, ich will euch erzählen, was. Was war da, ganze Geschichte? Vor 40, 50 Jahren, ich war ein junger Mann und ich habe angefangen zu arbeiten. Ich habe fast nie verdient. Und einmal kam zu mir ein armer Mensch und wollte, soll ich ihm eine Spende geben. So, ich habe einfach mit Instinkt meine Hand in meine Tasche hingelegt und ich habe, es war dort eine kleine Münze aus Kupfer, ich habe ihm das gegeben. Der arme Mann war sauer auf mir, warum gebe ich ihm so eine kleine Münze? Und er hat mir das zurückgeworfen. Ich war sehr, sehr beleidigt, sagte ihm, sagte der reiche Mann dem Rabbi. Gesagt, warum Menschen schätzen nicht die Mühe, was ich lege, um Geld zu verdienen? Ich habe doch schwer gearbeitet. Das, was ich habe. Warum schätzen sie das nicht? Und ich war so beleidigt, dann habe ich gesagt, ich werde ab heute keine Spende zu guten Zwecken geben, bis jemand wird mir ein Dankeschön sagen und schätzen, was ich habe ihm gegeben. Und es war 20, und da kamen die Jahre, 20, 30, 40 Jahre, und ich bin älter geworden. Und ich wollte ein Teil von der Gemeinde sein. Und ich wollte doch ein Teil von der ganzen Stadt sein, Menschen zu helfen und alles. Ich wollte. Aber ich war so verhaftet, sagen wir so. Sagen wir so, verhaftet in diese Entscheidung, was ich habe auf mich selbst genommen, dass ich werde nicht geben, bis die Menschen werden schätzen, diese kleine Münze, was ich gebe. Weil ich habe gedacht, dass Menschen schauen auf mir nur durch die Numbers von dem Geld. Das wollte ich nicht. Und sagt der reiche Mann zu der Rabbi, danke dir, weil jetzt hast du mein Gefängnis geöffnet. Weil du hast das geschafft. Ich habe dir am Anfang die kleine Münze gegeben und du hast mir bedankt. Und du hast geschätzt, was ich habe. Und jetzt bin ich frei und ich kann nicht. Jetzt, das ist eine Geschichte. Jetzt muss man überlegen, warum hat der Rabbi, der große Rabbi, gedacht, mit ihm zu sprechen? Die Rabbi hat verstanden, dass irgendwo versteckt eine gute Sache bei diesem Mann. Warum hat der Rabbi so gedacht? Weil der Rabbi wusste einen Aussatz in die Tora. Die Tora sagt in 4. Buch Moses, dort kommt eine Geschichte mit einer Frau, dass eine Frau, die hat einen Fehler gemacht bei ihrem Eheleben, mindestens, ich weiß nicht, ob sie hat diesen Fehler gemacht, aber ihr Mann hat gedacht, dass sie hat diesen Fehler gemacht. Da kommt in 4. Buch Moses, Kapitel 5, Vers 12, da kommt ein interessanter Text. Wenn die Frau irgendeines Mannes einen Fehltritt begeht und ihm untreu wird, das ist die Übersetzung auf Deutsch, aber auf Hebräisch kommt hier ein Text, Kitiste ishto, wenn die Frau nimmt eine Abweichen für den guten Weg. Jetzt auf Hebräisch, Kitiste ishto, soll man schreiben, Abweichung schreibt man Stia, mit dem Buchstabe Samach. Die Tora schreibt diese Abweichung, Kitisteishto, mit dem Buchstabe Shin. Warum ist das, sagen die Kommentare? Weil ein Mensch, weil die Wort Shin ist, kann man auch ein anderes Wort bauen, heißt Stut, Dummheit. Sagt die Tora, ein Mensch macht eine Sünde nur, weil ein Dummheit kam bei ihm drin. Ohne die Dummheit hätte der Mensch keine Sünde gemacht. Und was die Tora will uns sagen, dass ein gläubiger Mensch, ehrlich, ein gläubiger Mensch macht keine Sünde und er ist einverstanden mit dem. Er macht eine Sünde, weil die Leben hat ihn so gebracht, diese Sünde zu, und es kommt eine Dummheit, er denkt, dass er will Spaß haben und so macht er. Aber wenn du fragst ihn,
du fragst ihn, ob du bist einverstanden mit dem Sünde, sagt die Tora, nein. Ein gläubiger Mensch ist nicht einverstanden mit dem Sünde. Er ist die Wege, verliert seine, sagen wir so, Selbstkontrolle auf sich selbst. Aber das ist ein Fehler und das ist nicht seine Identität. Ich würde das vergleichen zum Beispiel, es gibt Menschen, die haben verschiedene, die leiden. Es gibt Menschen, die leiden von Ängsten. Die haben Ängste. Einer von den populärischen Wegen, zu kämpfen mit diesen Ängsten, ich bin kein Fachmann zu dem, aber ich habe das gelesen, ist einfach zu markieren, wann kommen deine Ängste und dann ablehnen. Ein erwachsener Mensch, ein normaler erwachsener Mensch, kann bemerken, welche Gedanken sind, wie gesagt, nur ein Dummheit, was man muss ablehnen. Und wenn der erste Rabbi von Chabad hat gehört über einen Mensch, der ist geizig ist und er gibt keine Spende, hat der Rabbi war nicht enttäuscht von ihm. Der Rabbi hat verstanden, dass dieser Mann leidet von einer solchen verrückten Dummheit, was versteckt seine große Seele. Das einzige Problem ist jetzt, was der Rabbi hat geschafft. Man muss jetzt den Weg finden, um Erweichung zu schaffen und kommen zu seiner Seele. Der erste Rabbi schreibt in seinem Buch, jeder Mensch, der Sünde macht, er ist verrückt. Verstehen Sie, was ich meine? Er ist nur verrückt vor ein paar Sekunden, er kommt bald zurück. Weil das ist nicht der Mensch. Der Mensch ist ein guter Mensch. Ich habe einmal gehört eine Erklärung von einem Rabbi aus Israel. Ich war überrascht über diesen Text und ich glaube, sie werden auch von dem begeistert. Es gibt in der Jesaja, Prophet Jesaja, kennen Sie doch, die Heilige Schriften, Kapitel 4, Vers 4, Rachatz Hashem et Zoad Notzion, dass Gott wischt die Kot, ja, was kommt raus von unserem Körper, von den Kindern von Jerusalem, von Israel. Jetzt, wenn du liest, da sagst du, was ist diese unästhetische Aussage? Also, Gott, das ist eine Allegorie zu Menschen, die Sünde machen, ja. Aber man könnte doch ein anderes Beispiel oder andere Wort finden zu unserer Sünde, statt zu schreiben, Gott wischt dem Kot von den Menschen. Nur was, sagt der Rabbi, ein Rabbiner, sagt eine sehr schöne Erklärung. Warum Prophet Jesaja schreibt, nutzt dieses Beispiel, Gott wischt dem Kot von den Kindern von Zion. Sagt der Rabbiner, wenn ein kleines Kind läuft mit seiner Windel, ja, kennen Sie doch, viele von euch, und sein Windel ist voll mit verschiedenen Sachen, fremde Menschen, werden sagen, euch stinkt hier, man muss seine Windel tauschen, so weiter. Jemand soll ihm nehmen. Aber da kommt die Mutter von dem Kind und nimmt ihn in den Arm und sagt ihm, mein süßes Kind, komm da und ich werde die Windel tauschen. Was ist der Unterschied zwischen den fremden Menschen mit der Mutter? Weil alle verwirrend zwischen der Mensch, der Kind und dem Gott. Die fremden Menschen sehen ein schmutziges Kind. Die fremden Menschen sehen ein schmutziges Kind. Die Mutter weiß, bald wird sie ihn sauber machen und er wird zurück der süße Kind sein. Und das ist, was Gott denkt über uns, Gott, unser Vater. Er sagt, Prophet Jesaja sagt, ich möchte wischen die Kot von meinen Kindern. Warum? Was bedeutet? Weil ich glaube, sagt Gott, sie sind nicht keine schmutzigen Kinder. Es gibt einen Schmutz, was liegt auf euch, weil sie sind selbst gute Menschen. Ja? Und man sieht ehrlich, man sieht, wenn sie werden denken, sie werden einverstanden sein mit dem, was ich sage,
dass die Sünde, was Menschen machen, das ist nicht der Mensch selbst. Warum? Wir sehen das. Jetzt kommt Rosh Hashanah. Und gläubige Menschen schlafen nicht ruhig. Sie sagen, Gott, verzeihen Sie mir, ich möchte eine echte Umkehr machen. Jetzt ein Moment. Was stört ihn? Er hat doch ganzes Jahr Sünde getan. Warum macht er Gedanken jetzt über Rosh Hashanah? Haben Sie einmal vielleicht gehört, dass jemand kam zur Polizeistation und sagte, bitte verzeihen Sie, über eine Sünde, eine Verstoß, was habe ich gestern getan und niemand hat mir erwischt, aber ich möchte es freiwillig euch erzählen. Natürlich nicht. Meistens für die Fälle passiert das nicht. Warum? Und warum, wenn ein Mensch macht Sünde, fängt er an, kurz vor Rosh Hashanah zu denken und er weint oder nimmt eine feste Entscheidung, was wir haben gesagt, nicht mehr. Von dem sehen wir, dass die Fehler oder die Sünde, was wir Menschen machen, ist nicht unser Charakter, ehrlich. Ja? Es gibt einen Rabbiner, der schreibt es in seinem Buch, wenn die Polizei verhaftet einen Dieb zum Beispiel, ja? Und er sagt, Entschuldigung. Es gibt, wenn Sie werden den Dieb fragen auf der Seite, ist das eine echte Reue? Nein. Er ist traurig, warum die Polizei waren klüger als ihm und die haben ihn verhaftet. Von seiner Seite konnte besser sein, dass niemand wird ihn verhaften und er wird seine Arbeit als Dieb weitermachen können. Aber ein gläubiger Mensch, wenn er kehrt zurück zum Gott, er sagt, warum habe ich das überhaupt von Anfang getan? Gott, und er weint, Gott, warum, mein lieber Vater, warum kann ich nicht leben, saubere Leben, mit keinem Gedanken über negative Sachen? Und weil Gott ist ein Vater von uns, er gibt eine Hand und nimmt uns zurück zu ihm. Weil Gott ist ein Vater, er ist kein normaler Richter, der kann objektiv. Er ist ein Vater von uns. Und wenn Gott hört, dass du sagst, das war ein Fehler, das ist nicht ich, Gott sagt, ich gebe dir eine Hand. 100%. Und das ist der Unterschied, ehrlich, zwischen Reue und Umkehr. Manche von euch werden sagen, ja, Reue und Umkehr ist gleicher Begriff, nur in andere Wörter. Ist ganz anders. Reue, was bedeutet eine Reue? Reue bedeutet, ich habe früher eine Sünde getan und früher habe ich die Sünde mit 100% mit meinem Herz getan und jetzt kehre ich zurück. Das ist eine Reue. Teshuva, eine Umkehr, was bedeutet? Ganz, ganz anders. Sage ich, ich wollte von Anfang überhaupt nicht diese Sünde zu machen. Ich will das in einem Satz nennen, aber hören Sie gut. Gott glaubt, wenn wir bitten, dass er auf uns verzeihen. Er glaubt uns. Und er glaubt nicht unsere Sünde. Nochmal. Gott glaubt, wenn wir kommen zu ihm und wir bitten, soll er uns verzeihen. Dann glaubt er 100%. Und er glaubt nicht zu unserer Sünde. Wenn wir machen eine Sünde, wir machen doch eine Sünde. Aber er glaubt nicht. Er hat gesagt, das ist nicht du. Das ist nicht du. Du bist mein Kind. Ich weiß, wer bist du. Ja? Und sie können immer mit vielen Menschen sprechen. Der beste Beweis von dem. Nachdem, dass ein Mensch macht eine Sünde, hat er einen Fehler getan. Er hat verliert Kontrolle. Er hat eine Sünde getan. Wenn sie ihn fragen, du bist begeistert über dem? Wenn er wird, meisten von den Fällen, die Menschen werden sagen, nein, ich bin nicht begeistert von dem. Was bedeutet, das ist nicht er. Zum Schluss werden sie mir sagen, okay, was willst du da, Rabbiner Mendelssohn? Wir müssen da verstehen zum Schluss, der Vortrag heute war sehr, sehr lang. Wir müssen eine Sache verstehen. Und ich glaube, viele von euch fragen das. Was wollen andere Menschen? Ich habe Beziehungen mit Menschen. Ich bin ein Rabbiner, ich leite eine Gemeinde. Jeder von euch hat eine Beziehung mit 20, 50, 100 Menschen.
Was wollen Menschen von mir oder was will ich von anderen? Die sind gute Menschen und die wollen echte, eine gesunde Beziehung mit mir haben. Oder sind schlechte Menschen und die wollen mir nur nutzen. Und diese Zweifel, immer diese Gedanken, ob der Mensch möchte eine gute, eine echte Freund von mir sein oder er möchte mir nur nutzen, diese Zweifel bewegt viele Momente in unserem Leben. Ja? Ein Mann wartet, dass seine Frau soll ihn telefonieren und sie ruft nicht an oder macht Gedanken. Warum ist meine Frau mit mir? Oder ein Mann, der wartet auf eine gute Beziehung mit seinem Arbeitgeber und seine Arbeitgeber gibt ihm nicht. Und du denkst einen Moment, was will dieser Arbeitgeber von mir? Er ist eine gute, er will mir nur nutzen als Arbeitgeber oder. Wenn wir werden denken, dass alle Menschen sind egoistische Menschen und die wollen immer nur nutzen, dann werden wir immer Ängste und Ärger zu alle Menschen haben. Aber wenn sie werden kapieren, was wir haben ganze Stunde gesprochen, was ist die Teschuva? Dass Gott glaubt echt, dass Menschen sind im Prinzip gut. Der Mensch in seiner Basis, er ist ein guter Mensch. Und im Prinzip, jeder Mensch möchte sein Leben führen in einen normalen Weg. Und die Fehler, was manchmal Menschen machen, das ist nur, weil etwas hat passiert in seinem Leben und das hat ihn gedrückt. Aber das ist nicht der Mensch. Wenn wir werden das verstehen, da wenn jemand wird doch einen Fehler machen, wir werden reagieren ruhiger. Weil wir wissen, dass die Menschen sind im Prinzip gut. Der Mensch hat doch eine Sünde getan. Ich sage nicht, dass er hat keine Sünde. Er hat mir verletzt. Ja, zum Beispiel. Aber wenn ich glaube, dass der Mensch im Prinzip ist gut, dann wird es von mir einfach sein, ihm zu verzeihen. Schauen wir auf Gott. Wie Gott handelt mit uns. Gott glaubt, dass wir sind, alle Menschen, im Prinzip gute Menschen. Wir machen Sünde, weil wir haben verliert Kontrolle und so weiter. Wenn wir erwarten so von Gott, und wir glauben doch, jeder eine von uns weiß, dass wir sind im Prinzip gute Menschen. Wir machen Sünde. Wir machen schon Fehler. Und wir erwarten, dass Gott soll uns verzeihen. Aber im Prinzip, auch der andere, was hat dir verletzt, er ist genau so. Er ist auch im Prinzip ein guter Mensch. So, verzeihen Sie ihm schneller, wie gesagt. So, geben Sie ihm eine zweite Chance. So, zum Schluss, was wir haben verstanden da heute, war lang. Die jüdische Theologie, was ist die Basis von Teschuva, von einer Umkehr, ist nicht zu weinen. Das kannst du später machen. Aber erst eine feste Entscheidung nehmen. Ab heute ist anders. Morgen wird anders sein. Das ist Teshuva. Das ist eine echte Umkehr. Du bist fertig. Und das machen wir am Rosh Hashanah. Wir nehmen Gott als unseren Gott, als unseren König zurück. Nochmal. Nachdem, es ist fest, fertig, bist du 100% mit dieser Entscheidung. Jetzt kannst du kalkulieren deine Sünde. Und das machen wir am Yom Kippur. Bleiben Sie so und ehrlich, wenn Sie wollen, dass Gott soll mit euch handeln, dann soll er, Gott soll euch verzeihen. Warum? Weil Gott, das ist doch die Wahrheit, weil Gott glaubt, wie ich habe früher gesagt, Gott glaubt, wenn du kommst bei ihm, soll er dir verzeihen, er glaubt nicht deine Sünde. Machen Sie das auch mit anderen Menschen. Wenn sie werden das auch mit anderen Menschen machen, dann werden sie auch, wie sagt man, schneller die anderen verzeihen. Dann Gott wird auch euch schneller verzeihen. Bleiben Sie gesund und wenn Sie halten fest, eine Teschuva zu machen, wie gesagt, feste Entscheidung. Ab heute, am Morgen, Schluss, ist ganz anders. Danach können Sie weinen.
Bleiben Sie gesund und ich hoffe bis nächste Woche. Und noch einmal danke für Ihre Vertrauen an ehrlich, ich bin ehrlich, es ist nicht eine Bescheidenheit. Es ist einfach, ich fühle wie ein Rohr, Sachen, was ich habe studiert, einfach an euch weiterzuleiten. Und danke auf Ihre Vertrauen. Bleiben Sie gesund.